Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, Freunde, euch geht's gut da draußen. Heute gibt es mal wieder ein kleines FL Studio Video. Kein Tutorial, sondern ich will euch heute einfach mal ein paar Synthesizer zeigen. Und zwar nicht irgendwelche, sondern kostenlose Synthesizer. Und ich habe schon mal was vorbereitet für euch. Das schauen wir uns auch gleich zusammen an. Die ein oder anderen wissen ja, die meine Videos schon länger verfolgen, ich arbeite hauptsächlich oder produziere hauptsächlich mit Sample Packs. Das heißt, ich arbeite mit vorgefertigten Tönen, mit vorgefertigten Kicks, Snares und so weiter. Und ich habe euch heute trotzdem mal ein paar, ich glaube vier Stück sind es, genau vier kostenlose Synthesizer runtergeladen. Und ich kann euch mal kurz was zeigen, wie ich auf die Idee gekommen bin, warum kostenlose Synthesizer. Und zwar ganz einfach, ich sehe immer wieder, dass Produzenten mit Synthesizern arbeiten, die extrem teuer sind. Ich kann euch hier schon mal zwei kurz zeigen. Einmal hier Serum VST, also ein Synthesizer. Den werde ich mir auch irgendwann mal holen, aber heute, wie gesagt, geht es um kostenlose Synthesizer, wo ihr auch einen Beat und Remix und Drops produzieren könnt. Aber ich wollte euch die jetzt mal kurz zeigen. Also Serum ist so mit unter den bekanntesten Synthesizern. Genau, ihr seht den Preis schon, 177, also fast 178 Euro für einen Synthesizer. Und der zweite, den ich euch zeigen wollte, Moment, nicht nochmal Serum, sondern Silent One. Jetzt muss ich nur kurz schauen, was der kostet. Schauen wir mal kurz bei Thomann, genau, 165 Euro. Das heißt, wir sind hier über 300 Euro für zwei Synthesizer. Und ich habe mich jetzt mal ein bisschen schlau gemacht und habe mal geschaut, hey, was gibt es so für Alternativen? Was gibt es kostenlos oder günstig? Und ich habe jetzt vier kostenlose Synthesizer gefunden, die ziemlich ähnlich sind wie Silent One und Serum. Und ich wollte euch jetzt mal kurz zeigen, wo ihr das Ganze runterladen könnt. Ich packe euch die Links natürlich auch unten in die Beschreibung. Der erste Synthesizer, den ich gefunden habe, und der auch eine ziemlich gute Bewertung bekommen hat, heißt Synth One, also nicht Silent One, sondern Synth One. Wir switchen auch gleich mal in FL Studio, wenn ich euch die Synthesizer gezeigt habe, was man da alles machen kann und welche Töne es gibt. Und also wie gesagt, dazu kommen wir gleich. Das war jetzt der erste, den ich euch zeigen will, Synth One hier. Einfach hier runtergehen, Windows 64 oder Mac, kommt drauf an, mit was ihr produziert. Der zweite Synthesizer, den ich habe, heißt Exotic. Ja, ist auch ein kostenloser Synthesizer. Ihr könnt es auch hier ein YouTube-Video dazu anschauen, was man da alles machen kann. Genau, der nächste, beziehungsweise der dritte, heißt Splash. Ist auch ziemlich fett. Ich habe mal kurz ein bisschen was rumprobiert. Hat auch ziemlich geile Beats drin. Hier sieht man auch nochmal, was man alles einstellen kann und welche Richtung. Zum Beispiel Future House, Tropical House, Deep House, Melbourne Bounce. Deswegen musste ich mir den direkt runterladen. Und zu guter Letzt haben wir noch einen Bounce VST, also ein Bounce Synthesizer. Der ist halt hauptsächlich für Bass, glaube ich, gedacht. Ich würde sagen, Freunde, wir schauen jetzt noch kurz in FL Studio und spielen ein bisschen was auf dem Keyboard, oder ich drücke ein bisschen auf dem Keyboard rum, damit ihr auch ein bisschen was hören könnt, was die Synthesizer so auf Lager haben, beziehungsweise welche Presets die zur Verfügung haben. Und ich trinke jetzt noch kurz meinen Kaffee und dann starten wir. So, fangen wir gleich mal mit dem ersten an. Synth One, so sieht das Ganze aus. Ich weiß, ist jetzt nicht ultra schön. Ist auch ein bisschen creepy mit den ganzen Reglern und so. Da muss ich mich auch noch ein bisschen befassen. Also hier kann man Unmengen an Sachen einstellen. Hier sind jetzt zum Beispiel keine vorgefertigten Presets wie bei den anderen mit drinnen. Aber ihr könnt, wenn ihr die Regler ein bisschen verschiebt, oder wenn ihr ein bisschen Ahnung davon habt, könnt ihr... Oh, leg mich doch am Arsch. Könnt ihr die Töne so krass verändern. Also wie gesagt, mit dem habe ich jetzt noch nicht gearbeitet, finde ich aber ganz cool, und für das, dass er kostenlos ist, ist eigentlich schon ziemlich nice. Was haben wir denn hier alles? Okay, also ihr müsst einfach mal ein bisschen hier rumklicken, rumschauen, ob euch das taugt oder nicht. Ich gebe euch nur den Tipp, ladet euch nicht zu viele Plugins runter, die ihr nicht benötigt, denn VSTs, also Synthesizer und so weiter und Effekte, die ziehen halt ziemlich viel
erstens Speicher und zweitens ziemlich viel CPU. Und ich habe auch mir schon mal mehrere Synthesizer runtergeladen, die ich aber direkt wieder gelöscht habe, weil mit denen konnte ich einfach nichts anfangen. Und ich würde sagen, wir switchen jetzt auch gleich mal zum nächsten. Das Video wird auch nicht lange gehen, Freunde. Ich mache das jetzt mal kleiner, beziehungsweise so. Und genau, das ist dieser Splash-Synthesizer. Und wenn ihr jetzt hier rechts, also auf der rechten Seite auf Presets geht, seht ihr schon etliche Presets abgespeichert. Ihr könnt jetzt zum Beispiel mal auf Techno EDM, habt ihr einen richtig saftigen Bass. Und ihr könnt sie sozusagen manuell noch bearbeiten mit den Reglern, wie ihr den Ton haben wollt. Genau, dann können wir mal zur Lead schauen, Lead EDM. Und wenn wir jetzt hier ein bisschen also wie gesagt, hier kann man so viel einstellen und ich habe selber davon keine Ahnung. Das heißt einfach rumprobieren, ausprobieren und schauen, was einfach taugt. Was haben wir hier? Maincore Lead, Peak Time EDM. Der ist halt auch fetzig. Was haben wir noch? Wir können mal kurz schauen. EDM Trance. Also hier gibt es Unmengen an Funktionen. Was haben wir noch? Hier zum Beispiel einen saftigen Bass. Den könnt ihr auch noch so variieren und umstellen, wie ihr wollt. Bass Attacker. Zum Beispiel, was haben wir noch? Future House Bass. Also hier gibt es so viele Möglichkeiten und für das, dass es kostenlos ist, wollte ich euch das einfach mal zeigen. Also schaut in die Videobeschreibung, gönnt euch die Synthesizer. Wir switchen zum nächsten Exotic. Hier steht jetzt zwar TJR, das ist ja auch ein Produzent. Der hat damals auch richtig geile Beats rausgescheppert. Ich weiß jetzt nicht, ob das von ihm ist, keine Ahnung. Aber Leute, wenn ihr hier jetzt mal auf Presets geht, Leute, schaut euch das mal an. Und ihr habt sogar den Ode to Bass, den er damals bei dem Song verwendet hat. Was haben wir noch? Lead zum Beispiel. Lead. Die TJR Lead. Auch geil. Glitch. Was haben wir noch? Screamer. Unmengen an Möglichkeiten. Das ist so mit Abstand auch der geilste Synthesizer, den ich gefunden habe. Jetzt kommen wir noch zum letzten. Das ist der, wie heißt der genau? Bounce Noise Field. Also das ist der Hersteller von diesem VST. Und der hat auch noch ein paar Presets mit eingebaut. Schauen wir auch mal kurz durch. Ein Vowel Bass. Boah, der ist halt schön deep. Schöne Lead wieder. Hat er sogar Dimitri Vegas Lied mit eingebaut oder als Preset eingefügt. Und wie gesagt, ihr könnt die Töne so verändern mit den Reglern, da müsst ihr einfach nur ein bisschen rumspielen und schauen, wie euch das taugt. 4 Synthesizer, die ich mir vor kurzem runtergeladen habe, die ich euch einfach zeigen wollte in diesem Video. Der Grund, ganz einfach, Freunde, ihr wisst ja, ich arbeite ja viel oder eigentlich hauptsächlich nur mit Sample Packs und ich werde auch weiterhin mit Sample Packs arbeiten. Der einzige Vorteil an diesen Synthesizern ist einfach, ihr habt eine viel, viel bessere Qualität. Das heißt, ihr müsst da jetzt nicht mehr so viel verändern, mit irgendwelchen Equalizern arbeiten. Also müsst ihr natürlich schon machen, aber nicht mehr so krass wie bei Sample Packs, weil ihr müsst so überlegen, diejenigen, die ein Sample Pack erstellen, wie zum Beispiel eine Kick, müssen ja schauen oder bearbeiten ja nach eigenem Gefühl diese Kick. Und für mich zum Beispiel, wenn ich jetzt die Kick hernehmen würde und ich sage, hey, die ist viel zu low, viel zu schlecht, muss ich halt wieder ein bisschen rumbasteln, dass ich mehr Tiefe bekomme, mehr Punchy bekomme und so weiter. Und ich werde jetzt mal versuchen, einen Track oder einen Remix mit diesen Synthesizern
zu machen. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir können noch mal kurz auf die Homepage gehen. Also wie gesagt, die zwei Plugins oder VSTs werde ich mir auch noch holen. Einmal Serum, einmal Silent One. Das sind einfach so mit Abstand die geilsten überhaupt. Bewertungen hier zum Beispiel, was haben wir? 5 Sterne. Das ist schon hart, aber der Preis ist natürlich auch hart, 178 Euro und hier nochmal 165. Und ja, in diesem Sinne verabschiede ich mich auch schon wieder, Freunde. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eins von diesen zwei Synthesizern oder VSTs benutzt oder schon habt oder euch kaufen wollt. Wir sehen uns zum nächsten Video. Macht Musik, haut rein, bleibt gesund und wir sehen uns zum nächsten Video. Ciao.